Worauf warten wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Es ist hoffentlich nichts Ernstes. Ist Herr Junker? Was ist denn hier los? Ich glaube, mein Pullover ist eingelaufen. Ich hoffe doch, Herrn Junker, ist nichts passiert. Das glaube ich nicht. Was? Danke, kleiner roter Traktor. Also, ich nehme an, ihr wundert euch, warum ich euch hergebeten habe. Tun wir ja. Ja, genau. Tja, es ist am heutigen Tag genau ein Jahr her, dass Herr Junker nach Plätscherbach gezogen ist. Tatsächlich. Deshalb dachte ich, wir könnten ihn doch alle zusammen mit einer Party überraschen. Das machen wir. Ein Jahr. Heute ist es ein Jahr her, großer Blauer. Ja, und es hat mir sehr viel Freude gebracht. Ich weiß, ich werde eine Party geben. Ich werde all meine lieben Nachbarn einladen. Ja, ja, wirklich eine fabelhafte Idee. Wir haben gerade eine Ladung voll Kuchen und Törtchen geliefert bekommen. Die bringe ich mit. Und ich werde einen meiner berühmten Brombeerkuchen backen. Und wir pflücken die Brombeeren für dich. Machen wir doch, Max. Na klar. Und der kleine rote Traktor und ich helfen euch dabei, wenn ihr wollt. Hey, höchste Zeit, dass unsere Band mal wieder auftritt. Aber wir haben doch seit Jahren nicht mehr gespielt. Ach was, sowas verlernt man doch nicht. Achtung, da kommt Herr Junker. Und denkt alle dran, es soll eine Überraschungsparty werden. Hallo zusammen. Hallo, Herr Junker. Hallo. 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 Tut mir leid, ich muss gehen. Warte auf mich, Paps. Auf Wiedersehen. Aber ich, Kommt mit, ihr zwei. Bis später dann. Mach's gut, kleiner roter Traktor. Wir wollen auch gerade gehen. Wiedersehen. Bis dann. Oh, sieht aus, als müsste ich später jeden Einzelnen besuchen. Jan, ich hätte heute Abend eine kleine Aufgabe für Sie bei mir zu Hause. Es wäre nett, wenn Sie kommen könnten. Heute Abend? Tut mir leid, Herr Junker, da habe ich schon was vor. Ach, wirklich? Nun gut, was soll's. Dann ein anderes Mal. Wiedersehen. Armer Herr Junker, vielleicht hätten wir ihm was sagen sollen. Aber so ist das nun mal bei einer Überraschungsparty, Jan. Na sicher, sonst wäre es ja keine Überraschung mehr. Ich glaube, ihr habt recht. Kommt jetzt, gehen wir zusammen Brombeeren pflücken. Ja! Als er herzog, dachten wir, er wäre nur ein Griesgram. Doch dann schenkte er Stupp in Stutzen, was hier gut ankam. Herr Junker, oh, Herr Junker. Oh, Herr Junker. Was in aller Welt ist denn das für ein Lärm? Nichts. Das ist das nur das Radio. Paps hat das Radio an. Klingt ja grauenhaft. Na egal. Ich bin nur hier, um zu fragen, ob Sie und Walter heute Abend Lust hätten, auf eine Party zu mir zu kommen. Heute Abend? Oh, wie schade. Aber wir sind heute Abend schon zu einer Party eingeladen. Oh, na ja. Na dann, holen wir das irgendwann mal nach. Bis bald. Armer Herr Junker. Was, machen Sie denn da? Nichts. Wie Sie meinen. Hören Sie, ich möchte heute Abend eine große Feier machen. Würden Sie und Elsie auch dazu kommen? Heute Abend? Ja. Nein. Oh. Tut mir leid. Nun, das ist, ist schon in Ordnung. Vielleicht ein anderes Mal. Das war knapp. Was war knapp? Oh, Jan, ich hätte mich beinahe verplappert und Herrn Junker alles von der Party erzählt. Oh, ich kann Geheimnisse schlecht bewahren. Wo bleiben denn meine Brombeeren? Hier haben wir sie, Elsie. Wir haben eine ganze Menge gepflückt. Oh, wunderbar. Mit so einem großen Korb voll kann ich ja mehrere Kuchen backen. Der kleine rote Traktor und ich kommen nachher bei euch vorbei und helfen euch, den Kuchen zu transportieren. Ach, Walter. Also ich muss sagen, Sie hören sich ja wirklich furchtbare Musik im Radio an. Im Radio? Nein, das ist Nicola. Oh, ja. Nein, Sie haben schon recht. Das ist Nicolas Radio. Klingt ja schrecklich, einfach unerträglich. Hören Sie, ich wollte nur fragen, ob Sie noch irgendwelchen Kuchen hier haben. Nein, ich glaube nicht. Aber ich sehe mal nach. Also ich weiß nicht, irgendwie scheint alles ganz merkwürdig heute. Hier bitte, ist der letzte. Lag ganz hinten im Regal. Nehmen Sie, der geht aufs Haus. Danke.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sie müssen nichts dazu sagen. Also, ich muss wieder an die Arbeit. Wir sehen uns auf der Paar... wir sehen uns. Hier stimmt mit Sicherheit irgendetwas nicht. Da ist was im Gange. Oh, die duften wunderbar, Elsie. Hier, das noch, Jan. Schön vorsichtig sein, das ist ein ganz empfindliches Instrument. Oh ja, das sieht man sofort. So, das hätten wir. Wer braucht schon Nachbarn? Wir feiern eine gigantische Party. Nur noch einen Ballon. Noch zwei. Ja. Alle bereit? Wir, ja. Wie sieht's mit dir aus? Hoffentlich bist du stark genug, kleiner roter Traktor. Also dann, los geht's! Wir werden jetzt Herrn Junker holen. Inzwischen könnt ihr hier alles klar machen. Eins, zwei und drei, vier! Yeah, 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 yeah! Geht doch! Ich weiß wirklich nicht, wovor ich Angst hatte. Herr Junker, gut, dass Sie da sind. Ich brauche dringend Ihre Hilfe auf dem Gösselhof. Meine Hilfe? Oh, tja, ich bin gerade dabei. Bitte, hier. Es ist wirklich sehr wichtig. Naja, ist gut. Ich bin ja auf sein Gesicht gespannt. Er wird ganz schön überrascht sein. Oh, da kommen Sie. Was, Jan, was bedeutet das? Überraschung! Also, heute ist ein ganz besonderer Tag. Es ist genau ein Jahr her, dass Sie hierher zu uns ins Dorf gezogen sind. Das haben Sie nicht vergessen. Wir haben darum beschlossen, eine Party für Sie zu geben, damit Sie wissen, wie gern wir Sie haben. Wir haben sogar extra für Sie einen Song geschrieben. Ein Zuhause, kein Zuhause ist, wenn du ganz alleine bist. Doch echte Freunde zu haben, ist ein Glück, das man nie vergisst. Herr Junker, es ist klar wie nie, zur Familie gehören Sie. Gehören Sie. Ich bin wirklich gerührt. Danke. Danke Ihnen allen. Schön, dass Sie da sind. Wir sind froh, dass Sie da sind, Herr Junker. Wissen Sie, ich bin wirklich dankbar dafür, wie Sie mir immer geholfen haben. Und ganz besonders möchte ich Jan und dem kleinen roten Traktor danken. Hurra! Wir haben das immer gern gemacht. Sie kennen nicht zufällig ein Lied über gute Nachbarschaft oder so, Walter? Nein, aber wir kennen eins über einen sehr hilfsbereiten Traktor. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Ja. Los geht's! Kleiner roter Traktor ist überall bekannt. Mit Jan am Lenkrad zieht er übers Land. Er ist kein Riese, aber mutig stets. Kleiner roter Traktor, wuhu! Los geht's! Ja!